Ich. Stange wäre der Horror für Dresden. Dirk Hilbert empfiehlt sich ebenfalls für das Amt des Oberbürgermeisters. Fürs Wahlplakat krempelt er die Ärmel hoch und signalisiert anpacken. Ja, da fragen wir uns doch, warum er erst jetzt damit anfangen will. Er ist doch schon lange genug dabei. Er war immerhin 7 Jahre lang der Wirtschaftsbürgermeister von Dresden. Und warum jetzt erst handeln statt reden? Vermutlich hat die Amtszeit einfach nicht gereicht zum Handeln. Man darf ja wohl mal fragen, ob jemand, der als Wirtschaftsbürgermeister in 17 Aufsichtsräten saß, überhaupt noch Zeit für den eigentlichen Job hatte. Und ob er mit dieser Verstrickung in der Lage war, überhaupt unabhängig Politik für die Bürger dieser Stadt zu machen. Seine Sprüche wie Dresden weiter voranbringen passen irgendwie auch nicht zur gleichzeitigen Verhinderung von 300 Arbeitsplätzen bei Globus. Und beim Spruch vereinen statt spalten frage ich mich, warum Hilbert eigentlich nie den Dialog mit Pegida, also mit den Menschen in dieser Stadt, gesucht hat. Hilberts Amtszeit als Bürgermeister für Wirtschaft hat sich das Dresdner Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner von 31.000 Euro in 2007 auf 28.694 Euro in 2012 herunterentwickelt. Plakatsprüche wie Wachstum statt Stillstand oder Wirtschaftsmotor für Dresden wirken da wie aus dem Phantasialand.